die Entfernung bringt das nichts hin. Jetzt schlagen wir ihn zusammen, los, wir schlagen ihn zusammen. Bindest du? Ja, kommt drauf an, es gibt halt auch Scheißarbeit, weißt du, Koro? Also ich fand meine Schulzeit schon geil, wo noch Zeit war. Schule ist voll unbeschwert und arbeitet so voll so. Ich muss 40 Stunden etwas tun, sonst muss ich verhungern. Das war dumm. Es ist so. Ich hab immer noch die Word-Steuerung im Kopf. Ich würde die ganze Zeit die falschen testen. Wie die Rüstung von dem wohl aussieht. Lexi sagt. Oha, der hat mich in die Luft geschleudert und dann einfach getötet. Du, in der Luft. Du weißt, dass du mit dem. Du kannst mit dem Käfer in der Luft abhauen. So. Wenn du geschleudert wirst, das musst du dir auch angewöhnen, das ist ganz wichtig. Ich komme wieder hoch. Ja, wir schießen den mit Gegenständen und mit Waffen runter. Der macht halt das Tor kaputt. Ich glaube, wir kriegen den so nicht tot, Mausi. Glocken war egal. Ich will das nicht nochmal machen, echt, ne? Sehr gut, Maxi. Das ist übel, er sagte, das ist übel, der Opa mit dem komischen Ohrläppchen hat gesagt, das ist übel. Ah, so, was geht ab, Raz? Und wie lief's? Gut oder das Gegenteil von gut? Nicht gut. Oh Scheiße, meine Waffe ist auch schon. Das auch, das habe ich. Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, dass ich meine Waffe schärfen muss und so, ne? Bisschen getragen und ein bisschen tragen lassen, aber plus gemacht. Sehr gut. Congratulations, Mr. Hallo, wieso benutzt ihr denn den Seilkäfer nicht? Ach so, ich kann haben. Ja.
Diese Lecks machen mich krank, ne? Ich flippe jetzt dann aus. So richtig übel flippe ich jetzt. Schau mal, ganz komische Lecks. Kann die gar nicht zuordnen. Hallo Infinite States, was geht? Hallo Infinite. Oh no. Mach schon wieder den Scheiß. What? But why? Weil wir scheiße sind. Wir müssen ihn töten. Monster schlachten voran, geht so, geht so. Wir haben keinen Bock auf Rendale, aber geht so. Ach man, das ist frustrierend. Mir macht halt keine Rendale keinen Spaß. Ibushi ist immer so, keine Sorge. Ja, wir lassen uns nicht von einmal reinscheißen und frustrieren. Was ist los mit uns? Sind wir 12? Na. Mich triggern die Labs, weil ich nicht check, wo sie herkommen. Oh Mann, echt? Nee. Wenn Koro 12 ist, dann ist er der erwachsenste 12-Jährige, den ich kenne. Ich dachte schon, auch wenn Randale echt schon ist. Ey, das Problem ist wirklich die Randale. Der Rest vom Spiel ist super, aber Randale kannst du so wegschmeißen. Das ist so ein unglaublicher Krampf. Leider nur geistig 12. Keine Lust. Ich habe keine Lust. Denk dran, sowas ist verboten zu schreiben. Echt? Wieso? Ach so. Ja, Koro, wir müssen nicht noch aufpassen, ja? Mit 13, liebes Switch-Team. Keine Ahnung. Dear Twitch! Ach Gott schon, heutzutage weiß man echt nicht, wie alt wer ist. Manche. Gratulation. Jackie. Na, ist echt so arm. Komm schon, heutzutage weiß man echt, ja. Manche sehen aus wie 20 und sind eigentlich 11 und andersrum. Ja, das ist echt, echt schlimm, das stimmt. Du warst, glaube ich, auch mit 20, ne, Amon? Mitte 20, ich bin 24. Ja, siehst du? War ich gut dran mit Mitte 20. Yes, yes. 24! Wie alt schätzt du uns? Das Beste sind die 14-Jährigen, die doppelt so breit wie ein Average Dude sind und einen Bart haben, als wären sie 35. Ich bin alt, schon 30 geknackt. Schau mal, was Amon denkt, wie alt Maxi und Doc sind. Ja, Rest. Ja. Das ist aber sehr nett von dir, Amon. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Aber ich bin 36. Hallo Jeek, was geht ab? Schön, dass du da bist. Ich habe in über 20 Jahren Russisch gelesen und noch nie eine Person gesehen, die Schreibschrift Russisch schreibt.
Was? Ja, sag mal! Ich hab gelogen. Lass die Armon. Jetzt nicht Armon, ich hab alle verarscht, nicht nur Armon. Ich meine, das ist schon böse, du bist 6 und wart! Hätte die 1,36 zu sein. Ach Quatsch, hallo Jeek, wie geht's dir? Die Dame heißt Maxi, also Maxi, Jeek. Jeek, Maxi, Maxi, Jeek. Hallo, ich bin Maxi, du bist Jeek. Hallo Jeek, ich bin Maxi. Ja, ich werde jetzt dann 32 nächstes Jahr. Oha, voll gut geschätzt. Oh my gosh. She's good. Hm. Was denkst du, wie alt ich bin? Hast du doch geschrieben. Achso, wo? Achso, 26, 27. Oh, hä? Richtig, ich bin 29. Ja. Hallo Dev, was geht ab? Schön, dass du da bist. Geht's dir? Jungspund. Eigentlich 31, ne? Old Man Dog. Ah, schaut gerne mal beim Dev vorbei, ihr wisst selbst. Dev ist ein nicer Dude, der kann ganz gut Monster Hunter spielen, außerdem hat er eine wunderschöne Glatze. Und ist ein nicer Typ. Lexi mag Kässpätzle, Dev. Was ist denn Kässpätzle, Dev? Lexi mag Kässpätzle, Dev. Das heißt Kässpätzle. Kässpätzle. Ich fühle mich trotz knackiger 24 wie eine 80-Jährige. Also Maxi, ich fühle Maxi auch wie eine 80-Jährige. Das finde ich so hart, Arme. Gute Nacht und viel Erfolg. Martin, es war schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht und wunderschöne Träume. Gute Nacht, Martin, schlaf gut. Gute Nacht. Nächste Run jetzt muss der Ibushi liegen. I try to, die Maxi hat voll scheiße gespielt. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich nicht schuld bin. Uns geht's gut, danke, Dev. Wie geht's dir? Uns geht's superb. Mein T-Shirt zeigt meine Brustbehaarung. Sehr schrecklich. Vor allem, ich habe auch so richtige Oma-Hobbys, ne? Wenn ich dann hier so sitze. Auch gut jetzt? Nice. Auch gut jetzt bedeutet deswegen und? Oder aus anderen Gründen? Warte, schau, ich mach die Wave. Ja, gar nichts, Marty, alles gut. So, 35 ist die 26 von heute. Wer Manu? Gute Frage. I don't know, nicht da leider. Maxi wird eine Animal Crossing Oma. Maxi ist jetzt schon eine Animal Crossing Oma. Toll. Ja, Mann. Ich habe halt auch so Oma-Hobbys wie Sticken und Häkeln und Lesen. Manu schreckt Rice, glaube ich, ab. Manu ist eh nicht so gern da, wenn Rice gespielt wird. Der Einzige, der andauernd da ist, wenn ich Rice spiele, ist der Neiden, weil er es so sehr liebt. Aber der ist jetzt wahrscheinlich auch gar nicht da. Häkeln ist cool. Häkeln ist übertrieben cool. Hast du dein Gesticktes gezeigt? Die Maxi hat was gestickt. Lass mal zeigen. Vor ein paar Jahren meine dicke Decke gehäkelt. Schau mal, das hier hat die Maxi gehäkelt. Das sind meine Öhrchen, die hat die Maxi gehäkelt. Haben wir Dev geantwortet? Dev, uns geht super. Ja, und das hat die Maxi gemacht. Gestickt oder erstickt? Gestickt. Das ist eine Tasche. Kann man mit sich rumtragen. Die hat einfach da drauf gestickt. Und der sieht jetzt komisch aus, weil er so wellig ist, aber der ist voll geil. Der ist so ultra. Das ist ihr erstes richtig gesticktes. Genau, Jator's Fortnite, Koro. Ist das nicht der Fortnite-Typ? Sehr cool, sieht fantastisch aus. Ja, finde ich auch. Auch die Tasche ist ja mal noch nicer. Das sah vorher nicht so aus, aber das ist eine Tasche gewesen. Der Aki, Alter, was geht ab? Schön, dass du da bist. Boy. Hallo Aki-Nutzer, vielen Dank für dein Follow. Wie geht es dir? Dankeschön für dein Follow. Wie geht's dir? Wo waren wir gerade? Krasses Gesticktes von der Maxi. Und die hat auch noch ganz andere coole Sachen gemacht. Achso, hier ist übrigens. Den sollte ich doch letztens irgendjemandem zeigen. Warte kurz, sag, ich muss die Maxi kurz aufklären.
Koro wollte man den doch zeigen, oder? Ja. Koro? Koro? Es ist ein schlafender Azur-Rathalos. Ist der nicht geil? Der ist einfach aus Japan. Directly aus Japan. Wegschmeißen, wie wegschmeißen? Wunderschön ist der. Wunderschön, das ist ein Gacha gewesen. Den hat man, da kauft man so Dinger und dann sind da Sachen drin. Und dann, ne? Man sieht hier im Chat so viele bekannte Namen. Jeek, das stimmt ja. Ich hab die geilsten Leute hier. Was geht ab, Haki? Glücksspiel bin ich wieder dabei. Mit doch diese Gachas, das sind so Dinger, so Kugeln, die holst du irgendwo raus und da war halt. Es gab noch. Ja, es geht so. Wir müssen gerade Randale machen und das ist bei uns eh so ein bisschen eher Gequatsche, weil die Maxi eigentlich hier sitzt und quatscht, ne? Auf den Kuropeko. Kuropeko gab es leider in diesem Gacha-Ding nicht, aber gab es in anderen. Nicht sehr gut, Haki, nicht sehr gut. Wir haben einfach da reingeschissen bei einer Randale und müssen die jetzt nochmal machen. Und wir mögen keine Randale. Und dabei schaffen wir normalerweise Fetti in 2 Minuten 30. Ohne Probleme. Geht einfach aller killen. Ich hasse Randale. Randale Schmutz, ganz genau. Aber wir müssen es machen, sonst kommen wir nicht weiter. Starten wir mal, oder? Habe ich alles dabei? Ich glaube, ich habe noch nicht gebootet. Doch, ich habe gebootet. Hab alles dabei. Also jetzt spielen, es läuft gerade nicht so gut. Ich habe auch die ganze Zeit World gespielt, deswegen habe ich World noch so drin. Also auch mein Tort-Menü, das ist nicht eingestellt hier. Fullmetal Alchemist Brotherhood ist der Hammer. Einer der besten Anime, die es gibt. Ja. Ist da noch eine Nashi-Birne? Weiß ich nicht. Alphonse Elric, einfach nicer Dude. Die Bushi, diese Riesenkanone, ne, haben wir noch nicht. Wir haben es jetzt erst einmal probiert. Aber, Jeek, wir werden es jetzt probieren. Und was geht bei dir so sehr? Würdet ihr nicht über diese kryptische Mikro-Server spielen? Ach, Microwave. Würde ich dazukommen. Ja, aber. Ich kann mit meiner Frau zusammen spielen. Die Steine generell sind der Hauptdamage am Tor. Kann man die irgendwie. Was für Steine? Der macht doch immer so Steine und schmeißt dann die Steine auf das Tor. Kann man die irgendwie unterbinden? Wollt ihr selbst gucken oder soll man einen Tipp zum Zeitpunkt der Kanone haben? Also gerne. Also ich muss sagen, ach, die kann man abschießen. Wie lange ist es her, dass du Rise gespielt hast? Das heißt, du hast Rise gespielt, also Haki, keine Spoiler. Please. Wir wollen uns ganz überraschen lassen. Außer jetzt bei der Randale kannst du uns gerne sagen, was wir tun müssen, wenn du Ideen hast. Draufballern auf die Steine, hat Lilly gesagt, und der Koro hat auch gemeint, die Steine kann man wegballern. Oder halt die Kanone. Wenn er Steine um sich rum macht, dann macht es seine Steine kaputt und kriegt mega Damage. Okay, nice, dann ist ja Kinderscheiße. Ich mach Bogen hier hin. Bogen schwingt sein Schwert mit einem Schlachtruf und mäht nahe Monster nieder. Stell den hier auf. Vielleicht war das dumm, den jetzt schon aufzustellen. Ich habe so komische Lecks, die ich nicht check.